Moin Moin, da mir langweilig ist und meine Spielesammlung sich in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen wieder vergrößert hat, wollte ich nur ein kleines Video hier aufstellen, was gerade in den Sega-Bereich angeht. Fangen wir doch mal an. Hinten habe ich ein paar Mega Drive-Spiele und Master System-Spiele angesammelt, wie Sonic 2. Welches auch mein erstes Mega Drive-Spiel überhaupt gewesen ist und ich auch sehr gerne gespielt habe. Die Master System-Version davon, welche ebenfalls sehr gut ist. Gunlet, welches gerade im Mehrspieler super Spaß macht und ich damals für den NES auch sehr gerne hatte. Mit übrigens auch eines meiner ersten NES-Spiele und einzigen. OutRun. Ein Klassiker. Die Master System Version von Asterix. Von Aladdin. Und statt Super Space Invaders, welches ich vorher hatte, habe ich jetzt Shinobi. Das ist zwar ohne Beschreibung, doch das macht nichts. Ja, und sonst. Die Gaming-Spiele sind im Grunde alles dieselben. Die kennen wir bereits. Da lege ich jetzt auch nicht so einen Wert drauf. Da habe ich andere Konsolen, die mir wichtiger sind. Genauso wie den Game Gear. Mit dessen Adapter hinten dran. Naja, und falls ihr euch fragt, was das hier ist, das ist die Retrode. Nein, noch keinen Mega Drive ab. Kann ich das Teil hier an einem PC anschließen, mitsamt Gamepads, wenn ich will, und die Masse und die Mega Drive und Super Nintendo Spiele darauf zocken per Emulator. Funktioniert wunderbar und da lässt sich auf das Spiel schon übertragen. Und passend dazu habe ich auch ein 3-Tasten-Gamepad von einem Kollegen bekommen im Austausch für Super Space Invaders. Ja, und hier nochmal die beiden Teile. Und eine staubige Lupe und die PAL-Version von Sonic CD. Super Spiel, ohne Quatsch. Na, Sonic 2 das beste Mega Drive Sonic, meiner Meinung nach. Und Roadventure, das gibt es jetzt auch für Super Nintendo, aber da braucht man ein extra Modul für. Na, und hier, schönes Geräusch, sind wir bei meiner Dreamcast-Sammlung. Sieht schon mal gut aus, was? Wenn wir hier anfangen, haben wir erstmal Tomb Raider 4, das kam letztens bei mir an. Und auch Virtua Striker 2, wovon der Nachfolger auf dem GameCube erschienen ist. Muss ich beides noch anspielen. Ebenso wie Blue Stinger, kam alles erst letztens an, da hatte ich noch gar keine Zeit für. Jetzt habe ich Urlaub, da geht es. Jet Set Radio, großartiges, lustiges Cell-Shading-Spiel, bei dem man grinden muss und alles vorspulen muss, sehr lustig. Und auch hier, wenn es kein Bomberman ist, dann Choo Choo Rocket, das ist im Multiplayer mindestens genauso geil, ohne Quatsch, muss man spielen. Und wo wir dabei sind, hier ist die noch eingeschweißt Version, eine Kopie von Bomberman Online. Gab es nur in den USA, braucht man also einen Freeloader für, wenn man eine PAL oder japanische Dreamcast hat. Soul Reaver. Das habe ich auf dem PC damals gehabt und konnte es wegen der schwachen Leistung leider nicht spielen. Vielleicht geht es ja jetzt auf der Dreamcast besser. Skies of Arcadia. Davon kam eine Neuauflage oder ein Port auf den GameCube raus. Habe mir jetzt hierfür gekauft einfach. War auch ein bisschen kostspieliger, ehrlich gesagt. Oh, Dux. Dux ist ein Independent-Spiel aus deutschen Landen. Auch wenn die Beschreibung und die Schrift es nicht vermuten lassen. Das Ding kommt aus Deutschland. Und ist auch mit von den Machern von Spielen wie Turrican. Was sehr cool ist. Macht super Spaß. Ist VR-Type. Nur halt ein bisschen bunter. Hier haben wir
die Dreamcast-Version von Advance World Compi. Vom Namensretten Spiel, welches ich sehr gerne auf dem Nintendo 64 spielte damals. Sega Rally. Leider ist die Hülle kaputt oder gesprungen, was ich nicht kapiere warum. Phantasy Star Online, welches ebenfalls noch online spielbar ist. Dann Kekka, welche Private Server aufgestellt haben und auch sogar mit GameCube und PC-Spielern kompatibel. Space Channel 5 mit Hologramm in der US-Version. Brauche ich wieder einen Freeloader für, aber den kann man sich ja einfach erstellen. Und Marvel vs. Capcom. Okay, hier oben ist nochmal der zweite Teil von Marvel vs. Capcom. Japanisch. Was man hier oben ein bisschen erkennen kann. Weil nur die japanischen Höllen hatten den Kringel hier oben. Oder den Bogen hier oben. Und ja, da war ja auch wieder ein Freeloader für, aber das macht ja nichts. Hier haben wir Neo XYX oder Neo Zaikuzo. Das Spiel kommt ebenfalls wieder aus deutschen Landen und glaube jedenfalls und ist mindestens genauso spaßig. Ist ein Vertikal-Shooter im Stil von Igaoga, welches ursprünglich für Neo Geo erschienen ist und einfach von den Leuten auch fürs Dreamcast oder für die Dreamcast portiert wurde. Hier haben wir natürlich einen Klassiker, Sonic Adventure muss dabei sein. Genauso der zweite Teil, welchen ich auf dem GameCube sehr gerne gespielt habe, bis zum Erbrechen eigentlich. Hier haben wir die Dream Key in der Version 3. Den Dream Key fürs Online-Spielen und allerlei. Und da passend zu den Planet Ring, der funktioniert ebenfalls wieder. Und ja, auch das hier funktioniert online, Quake 3 Arena, deswegen habe ich mir die US-Version geholt. Denn das geht nur damit, dass diese gegen PC-Spieler spielbar ist. Da brauche ich noch eine Tastatur für, die kommt demnächst an und ja. Hier sind zwei Dreamcast-Pads drin. Hier sind zwei Originalverpackte, also habe ich, wenn man den hier noch dazu zählt, 5. Wie Mew. Das gute Stück hier. Ach ja, hier ist Shenmue. Shenmue 1 und Shenmue 2. Gut erhalten alles. Habe ich mir von eBay geholt. Dazu noch die Promo-Disc, welche es für japanische Vorbesteller damals in Japan gab, als sich das Spiel hier verspätet hat. Einen Adapter, damit die PlayStation, GameCube und Dreamcast Pads am PC anschließen kann. Wie sie hier zeigt. Ja. Hier die Dreamcast. Und hier nochmal drei neuwertige WMUs oder WMUs in grün, blau und schwarz. Ja, und damit ist hier die Dreamcast. Leider ist meine hier ein bisschen gelb an der Seite. Das habe ich schon versucht ein bisschen wegzukriegen. Aber ansonsten funktioniert das gute Teil eigentlich ganz gut. Kann man hier auch ein bisschen sehen vielleicht, dass es hier ein bisschen gelblicher ist als hier. Und sonst funktioniert das Teil super. Leider habe ich natürlich keinen Breitbandadapter, aber wer hat den schon? Außer die reichen Sammler. Naja denn, das war's dann auch wieder. Jetzt sieht zwar ein bisschen chaotisch hier aus, aber das wird leih aufgeräumt. Ich hoffe, es hat irgendjemandem gefallen. Auf Wiedersehen.